Hallo Messerfreunde und herzlich willkommen zu einem kurzen Taschenmesser-Video. Heute haben wir hier ein Taschenmesser von der Firma Otter. Otter Messer, Solingen, Germany. Ach, so schön klassisch alt. Diese Kartons mit einem schönen Stempel drauf und gleich der Modellbezeichnung 57-5. Die Profis unter euch wissen jetzt schon, was hier drin ist und für uns normale Taschenmesser-User schauen wir da einfach mal rein. Ne? Mitgeliefert wird das mit einem schönen Ballistol-Tüchchen, was an der Stelle auch angebracht ist, denn dieses Modell des Ankermessers, ich habe ja letztens schon mal eins vorgestellt, aber mit rostfreier Klinge, hat eine Carbon-Klinge. Das heißt, sie ist nicht rostfrei und da ist es sinnvoll, ab und zu mal ein bisschen mit so einem Öltuch drüber wischen. Das kommt wunderschön eingepackt in diesem Papier. Und da haben wir auch schon diese kleine Solinger Schönheit. Hier ist noch ein Zettelchen dabei von der Firma Otter. Pflegehinweise zum Kohlenstoffstahl. Informationen über den rostfreien, über das Klappmesser an sich. Und das Ganze hinten nochmal in Englisch. Sehr schön. Ach, ich liebe diese natürlichen, einfachen Verpackungen ohne groß Schnickschnack. Und das Ganze natürlich wunderbar. Alles recycelbar aus Papier und Karton. Das ist vorbildhaft. Könnten sich einige Firmen mit aufwendiger Verpackung eine Scheibe abschneiden. So, und hier haben wir das kleine Otter nennt's Berufsmesser. Das gibt es noch in einer klassischen schönen Ausführung mit dem Anker drauf. Ne? Das Berufsmesser 57-5 und ist das kleinste einer dreiteiligen Reihe. Es hat hier dieses schöne Holz, dunkelbraun-rötliche Sapelli-Holz. Sehr schön, die Pins sitzen sauber drauf. Wir haben ein ganz kleines Lanyard-Hole. Ja, da können wir ganz kleine Schnürchen durchführen. Schöne Slipjoint-Feder hinten drin. Und wir haben hier vorne wirklich erstaunlich dann dünn auslaufende, dünn angesetzte Backen im Vergleich zum dicken Griff. Meistens sieht man das ja, dass die Backen in Verlängerung zum Holzgriff weitergehen. Aber das soll ja hier keine Vitrinleiche sein, sondern das ist ein Arbeitsmesser für die Baustelle. Vielleicht für den Elektriker. Sieht man ja oft dann solche Schafsfußklingen. Ne? Und da hat man sich wahrscheinlich gesagt, warum hier vorne so viel Material noch aufsetzen. Ne? Zack, kleine Backen hin über die für die Klingenachse. Und dann wird das sauber runterpoliert. Und man kann sie hier nur noch erahnen. Und fertig ist das Messer. Der Griff muss natürlich ein bisschen mehr Volumen haben, damit so ein Messer auch sicher in der Hand liegt. Wir haben hier eine schöne große Nagelrille. Und einen 90-Grad-Stopp. Ne? Auch nicht schlecht. Beim Zuklappen wird hier die Klinge nochmal gebremst und man hat vielleicht nochmal den ein oder anderen Augenblick Zeit, die Finger aus dem Klingengang zu bekommen, bevor einem die Schneide da vielleicht drauf knallt. Denn dieses Messer hat keine verriegelte Klinge, sondern eine Slipjoint-Feder. Ne? Dadurch natürlich auch problemlos zu führen. Ne? Nicht verriegelt, zweihändig. Legaler geht es ja nicht. Ne? Hier haben wir auf der Klinge den Vermerk Carbon. Ja, das heißt, die Klinge braucht ab und zu mal ein bisschen Pflege mit ein bisschen Ballistol oder einem ähnlichen Öl, damit es hier kein Rost ansetzt. Sonst haben wir hier nur noch draufstehen Solingen Messer und vorne das Logo von Otter. Und hier die Aufschrift noch Carbon. Schön, liegt aber ausgesprochen gut in der Hand. Der Griff ist wirklich für so ein kleines Messer, hat der genug Volumen. Und gut in der Hand zu liegen. Ne? Diese Scharfsußklinge, prima für ziehende Schnitte. Sehr scharf. Kriegt man natürlich auch wieder gut scharf. C75er Carbonstahl. Ne? Ja. Schönes kleines Messer. Wir haben hier eine 7 cm Klinge. Eine Heftlänge von 9,5 cm. Und im Shop von Otter gibt es dieses Messer für 41 Euro. Sehr schön. Das ist mir freundlicherweise vom Klaus L. Müller zur Verfügung gestellt worden. Ne? An der Stelle natürlich ein recht herzliches Vergeltskorn an dich, Klaus. Super Aktion. Link zu seinem sehr guten Kanal. Sein Fachgebiet und seine große Passion sind Gentleman-Taschenmesser. Schaut da auf jeden Fall rein, wer ihn noch nicht kennt und wer noch nicht abonniert hat, auf jeden Fall da mal ein Abo drauf machen. Ne? Ja, heute das Otter. 57,5. Das ist ein kleines Anker.
Arbeitsmesser mit schöner Schafsfuß-Carbon-Klinge. Ne? Okay, Leute, ich sage danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Wir sehen uns hier bald wieder auf dem Kanal beim Hillbilly und bis dahin stets ein Taschenmesserchen griffbereit halten. Okay, Leute, bye bye, ciao, mach's gut, bis zum nächsten Mal.